Weiter geht's mit Borderlands 3. Wir haben Lilith gerettet und man hat sich, ohne uns zu fragen, dazu entschieden, jetzt mal richtig aufzuräumen. Wir befinden uns aktuell im Sanctuary, in dem schicken Schiff, und ich würde sagen, die Aussicht auf die Erde ist ja wohl... Wenn es denn die Erde wäre. Genau. Ist ja wohl... Hast du ja auch gesehen, dass da rechts so lila kaputt geht? Ja. Sprechen Sie mit Lilith. Okay, das ist tatsächlich nice. Recht. Taurin ist jetzt gefährlicher als jemals zuvor. Sie hat eine Armee, die Karte und meine Sirenenkräfte. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Claptrap, welche Informationen haben wir über Promethea? Ah, Promethea, eine schillernde Metropole und der Hauptsitz der Atlas Corporation. Vom technologischen Standpunkt her, der fortschrittlichste Planet in diesem Teil der Galaxie. Atlas. Ah. Mario, wir müssen sie dazu bringen, aus. Uns bei der Suche nach der Kammer zu helfen. Ja, bevor und dein Charakter im Spiel auch. Killer, stöpsel den Astronaut-Chip ein, damit wir Kurs auf Promethea setzen können. Der nächste Söldnertag kommt schneller als man denkt. Hast du das schon überlebt? Okay, dann nichts wie weg hier. Haltet euch fest! Dieses Baby hat einen Implosionsantrieb. Damit muss man echt vorsichtig war der Planet da. Achso. Eine kleine Fehlstellung könnte dieses Abenteuer ganz schnell beenden. Nein, die haben schnell einen Planeten hier gespawnt. Ja. Steuerung C, Steuerung V. Wieso habe ich das Gefühl, dass das jetzt nicht so einfach geht? Ich glaube, wir haben die Schwerkraft verloren. Das ist praktisch. Claptrap. Der stopft jetzt das Loch. Genau. Komisch, keine Spur mehr von dem Riss in der Höhle. Das liegt daran, dass mein Arsch zwischen diesem Schiff und dem Vakuum da draußen klemmt. Nicht vulkanisierbar. Sekunde, ich starte den Schwerkraftgenerator neu. Ich liebe Claptrap. So kriege ich nicht gerne. Gut, dass es vorbei ist. Verdammt, der Antrieb ist im Arsch. Navigation und Schub genauso. Ihr müsst von nach vorne und dann die Treppe runter. Ellie, wie lange wird das dauern? Und dann? Ruhig, Blutlil, ich arbeite ja schon daran. Tu, was du kannst, aber schnell. Kammerjäger, geh und sieh nach dem Rest der Crew, falls jemand Hilfe braucht. Claptrap, lass deinen Arsch auf diesem Loch. Worauf du dich verlassen kannst. Lass deinen Arsch auf diesem Loch, du Arschloch. Wie steht erfordert der WC? Steht bei mir auch. Ja, immer noch nicht. Okay. Dann müssen wir doch nach oben. Dann können wir da unten noch nichts machen. Wir haben noch drei Punkte auf der Karte. Leute, lasst den Loot nicht liegen, ne? Bisschen HP wäre noch nicht schlecht. Hier wäre ein neues Schild. Hab ich mal genommen. Ah ja, nice. Okay, jetzt bin ich wieder voll geheilt. Wo oh, bist hier, du, Sofortheilung, falls jemand was braucht. Wo seid ihr? Ich war so doof gefragt. Bei dem einen Punkt. Hallo, hinter dir. Wer auch immer da gerade vorbeigerannt ist. Ach ja, ich sehe wie die Namen nicht, das ist... Ich gerade auch nicht, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Hast du oben rechts eine Karte? Ja. Kiefer mit zwei Zahlen rein? Faszinierend. Ah, hier. Du bist gerade, zurückgekehrt. Ja, ich bin am... Sind bei einem der blauen Punkte. Ja, hier ist übrigens auch ein Automat. Gerd ist da? Ja. Hier drin riecht es wie an meinem ersten Schultag. Wer macht da schon wieder was kaputt? Ich hab nichts kaputt gemacht. Ach.
bequem, weißt du? Wie ein fleißiger sie wurde Schlaf geboren. Ein klein wenig schleimig. Danke, dass du dafür gesorgt hast, dass man bei der Temperatur in meinem Labor wieder überleben kann. Sieh doch mal nach. Ach, die hat in dem Ding überlebt. Braucht. Ja klar, wegen Körperwärme. Nee, dich, das nicht spielen, Gerd. Wenn du nochmal irgendwo draufschlagen sollst. Borderlands Wissenschaft. Spielautomaten. Ja. Nächster Raum. Ich glaub, ist da jemand? Lass uns raus! Wir sitzen hier fest! Die Knalltüte hat uns hier eingesperrt! Meine Blase platzt gleich! Die Türen müssen endlich funktionieren! Jemand hat die Bastarde vor dem Start eingesperrt! Hol sie da raus, Kajot! Und hab dich! Nein! Warte! Warte was, du Alter! Wir sind gerettet! Dieser Roboter ist irre! Klappe, er hat doch gesagt, er bestraft uns, wenn wir etwas sagen! Claptrap? Hast du die Crew eingesperrt? Die Intergalaktik-Sklaven? Logisch! Ich hab sie alle in eine kleine Kammer gesperrt, um ihre... Was? Nutzen nicht möglich? Ja, sagt er mir auch. Das ist übrigens jetzt unser Hauptquartier, das wir jetzt tatsächlich befreien. Also, so, man könnte fast meinen, dass alles vorher wäre überwiegend Prolog gewesen. Nutzen nicht möglich. Was soll nee, ich, Alter? Ja, ganz einfach, du kannst doch keinen Safe knacken, der uns gehört. Wir können doch nicht den Safe unseres eigenen Hauptquartiers plündern. Warum nicht? Ja, ist halt nicht so geil. Meine Ware! Meine wundervollen Werkzeuge der Verwüstung! Kammerjäger, schnell! Tu doch etwas! Läuft Markus rum? Gieß auf die Feuerlöscher. Ja, toll. Und wo sind die Feuerlöscher? Da oben. Danke, aber mein Schießstand steht noch in Flammen. Ja, genau. Ach, ja, ja, jetzt kann man auch Waffen testen. Da hinten ist Ellie. Wo ist denn Nick? Ich bin hier unten. Da brennt es aber gewaltig, da unten. Wo seid ihr denn? Ich könnte mit Ellie sprechen. Ja, aber da ist noch Sprich mit Marcel. Wo ist der denn noch? Irgendwo oben. Hier. Ja, dann quatsche mal. Danke für die Hilfe, Kammerjäger. Ach, stimmt, genau. Aber erwarte jetzt keine Rabatte. Oh. Du kannst allerdings ein SDU von deinem alten Kumpel Markus annehmen. Je mehr du tragen kannst, desto mehr kannst du von mir kaufen. Ah ja. Ich stöbere die Speicherdecks. Wo ist denn jetzt bitte schön das Speicherdeck? Bei mir hier. War schön mit dir Geschäfte zu machen, Kammerjäger. Direkt bei Markus. Super, Kammerjäger. Ich habe super das Problem gefunden. Ein kaputter Entropiebeschleuniger. Ich habe Ersatz im Frachtraum. Hilfst du mir? Hm? Oh. Aber was bringt mir das Speicherdeck zu... Ach so, jetzt habe ich einen Speicherdeckstand gekauft, oder was? Oh,
Also wenn du kein SDU kaufst, bist du so gut wie tot. Nur meine Meinung. Hm. Okay, naja. Ah, ja, dann kriegt ihr einen neuen Slot. Ihr könnt da einen neuen Slot kaufen in eurem Rucksack. Ja, nicht nur das. Und was? Ich hab auch Munition und so weiter erhöhen. Haben wir jetzt gekauft? Ich wollte ja nichts kaufen. Stimmt, es steht ja da unten. Was, oh, so ein Scheiß. Wir müssen viel tragen. Mit einem SDU wird es noch mehr. Ja, jetzt habe ich meinen Rucksack erhöht. Mal ein bisschen was meine, meine Munitionsmenge mal erhöht. Ja, ich habe auch mal die Rifle-Menge und so ein bisschen angepasst. Irgendwie hat sich meine Munitionsmenge nicht erhöht, glaube ich. Wenn du was haben willst, hast du besser genug Geld dabei. So. Oder muss ich das noch irgendwie aktivieren? Nee. Ich will erstmal meine alten Waffen bei dem vollen Sack. Ach, keine Ahnung. Ja, ich würde gern das Schild ausrüsten. Dankeschön. So. So. Jeder hat seinen Preis. Ja. Dann würde ich sagen, ich spreche mal mit Ellie, oder nicht? Ich brauche das noch. Gerd, dein Haustier ist einfach nice. Was gibt's denn hier? Waffen. Wow! Mehr schießen, mehr kaufen. So, wie konnte ich jetzt nochmal Waffen verkaufen? Indem du oben, wenn du in dem Waffenshop hier bist, dann nach rechts gehst, da kannst du verkaufen. Ja. Ich habe nämlich so viel Zeug mittlerweile. In dem Ding hier kannst du dich aber auch verlaufen. So. Ja, wieso konnte ich bei dem nur eine Waffe kaufen? Wir müssen, glaube ich, eins tiefer. Zu Ellie müssen wir einen runter, ja? Hier wieder. Dafür gibt's übrigens viele. Wir waren doch gerade eine unten bei dem. Ah, hier lang. Du weißt, was ein Schnäppchen ist, das steht fest. Wo ist hier lang? Hier, umdrehen. Hier. Hä? Wieso habe ich denn jetzt zweimal die gleiche Waffe? Hä? Ach, leer. So, die kommt dahin. Oh, weiß jetzt irgendwer, wie man zu Ellie kommt? Ja, ich. Er weiß auch nicht, wo es lang geht. Klar. Wo ist er denn? Hier. Wo bist du hin? Also ich bin bei Ellie. Ah. Ja. Ihr müsst hier runter. Hier, ja. Zack. Treppe runter.
Und da ist Roseanne. Ein kaputter Entropie-Beschleuniger ist keine große Sache. Ich habe reichlich Ersatzteile im Frachtraum und noch was Besonderes für dich. Ellie, so langsam wie du gehst, hättest du ja schon mal vorgehen können. Scheiße, wir müssen wohl den Druck aus dem Frachtraum ablassen. Weißt du, es brennt. Jetzt nicht mehr. Oh, damit sind alle Waffen und alles weg aus dem Frachtraum. Linkshänderwaffen. Aber wenn Öl nicht in den eisigen Schlund des Weltraums gesaugt wurde, jetzt kann Jenny doch nicht mitspielen. Als Linkshänderin. Alle Linkshänderwaffen weg. Ich mag Gerds Haustier. Komm, streicheln. Ich will es immer erschießen auf den ersten Blick, weil ich immer denke, es sieht böse aus. Das geht mir aber auch so. Ellie, du bist so langsam. Ich glaube, das hier wird eine reine Sanctuary-Folge, wa? Das wird eine reine Wir-laufen-Ellie-hinterher-Folge. Wollen wir die irgendwie anschieben oder so? Nee, irgendwie nicht. Runterrollen. Es ist schneller mit auf jeden Fall. Ach, wow, weißt du, guck mal hier, da gibt's... Ach, hier gibt's dann Waffenplots und sowas. Monsterräder? Die Dinger kannst du finden. Raketenwerfer? Das sind alles Fahrzeugteile. Ach, wir müssen hier rein mit der Dicken. Ja. Oh. Objekt des Tages. Verschwende bloß nicht meine Zeit. Objekt des Tages sieht nach einem Ding. Das kaufe ich. Scooter, hörst du mich, kleiner Bastard? Ich vermisse dich. Jetzt wach schon auf, Earl. Unser Schiff ist am Arsch und wir brauchen deine Hilfe. Was willst denn du? Einen Entropiebeschleuniger. Ich bin beschäftigt. Verpiss dich. Ich bin ein Entropiebeschleuniger, Earl. Ich sehe deinen Namen nicht an der Tür, wie immer du heißt. Gib mir das Teil oder ich verbieg dich zu einer Brezel und tunke dich in Salzlauge. Schon gut. Liebensgewürzig. Ich würde ja gern gegen was Wertvolles tauschen, aber du hast ja nichts. Also zieh Leine. Wie, nicht genug Geld. Hallo? Earl, ich hatte einen echten Scheißtag. Nerv nicht. Du hast einen Scheiß. Kein Deal. Earl, du... Kammerjäger, er hat sich da drin verschanzt. Wir müssen ihm geben, was er will. Wir brauchen Iridium. Geh zur Bar und sprich mit meiner Mama. Sie hat für alle Fälle von jeder Währung was da. Ah. Oh, wie oft müssen wir jetzt noch quer durch das Scheißding hier latschen? Filmsequenz. Oh! Hallo Marilyn. Nee, Moxie. Ja, dran. Das ist ihre Mom? Ich wollte gerade sagen, hat sie nicht gesagt, die Bar ihrer Mutter? Hey, stehst du auch auf Gewicht? Moment. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und sprechen in der nächsten Folge mit Moxie, oder nicht? Ja, können wir machen. In diesem Sinne... Freut euch auf das da. Tschüss. Tschüss.